Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics und ich habe euch natürlich wieder was mitgebracht. Eine 4x4 Tür und zwar genauer gesagt eine Bunkertür nach dem Design von Mumbo Jumbo, einer der bekanntesten Redstone-YouTuber, die es momentan gibt. Und ich werde sie euch zeigen. Die hier funktioniert natürlich auf Bedrock im Vergleich zu der auf Java. Die hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe es auch nicht ausprobiert, aber ich weiß es halt. Und ich will euch zeigen, wie man die baut. Und zwar nach dem Intro. Da haben wir die Tresor- oder auch Bunkertür von Mumbo Jumbo. Und zwar ist das eine eigentlich recht gewöhnliche 4x4-Tür, die aber in der Mitte reinversetzt ist. Das ist so ziemlich leicht zu bauen. Also es ist sehr viel leichter, als wenn man die Blöcke hier vorne haben würde. Es macht viele Sachen leichter und ich glaube, Mumbo Jumbo war der Erste, der diese Tür entwickelt hat oder generell gebaut hat. Deshalb wird das hier, ich denke mal, ziemlich leicht werden. Ja, also ich habe jetzt natürlich die Bedrock-Version gebaut, nicht die Java-Version. Und ist recht leicht. Ja, es sind 4 Blöcke dick. Es sind 8 Blöcke hoch und 10 Blöcke breit. Und es liegt 2 Blöcke unter dem Boden. Also ich habe diesen Block hier nicht mehr mitgezählt, weil da eigentlich Boden ist. Aber da ist halt dieser dumme Bug, dass die Kolben auf der untersten Höhe nicht richtig funktionieren. Deshalb muss ich das Ganze eins hochsetzen. Und so funktioniert das halt. Es ist halt ein sehr einfaches Design. Wir haben hier normale Kolben, einen ganzen Ring außenrum. Und die Blöcke in der Mitte werden mit so einem Doppelkolben-Extender hier hinten in die Mitte reingeschoben. So, schauen wir an, was wir brauchen. Und zwar brauchen wir hier einen Hebel oder irgendeine Redstone-Quelle. Könnt ihr euch aussuchen. Dann 30 Redstone-Staub, 4 Fackeln, 4 Verstärker, 2 Zielblöcke, 20 haftende Kolben, 4 Beobachter, 16 Türblöcke, 4 Glas und eben Baublöcke. Und ich hole mir gleich die Baublöcke raus. Das hier ist die Vorderseite, ja. Und wie schon gesagt, wenn ihr das in den Boden reinbauen wollt, müsst ihr 2 Blöcke tief buddeln. Und dann sollte es auf jeden Fall klappen. Das hier ist vorne und wir bauen das genau so. Da bauen wir 4 von diesen Blöcken hin. Muss ich jetzt zumindest machen. Da kommen 4 Kolben drauf, klebrige Kolben. Und da kommen eure 4 Türblöcke drauf. Dann bauen wir hier sowas. Das ist so ein Pfeil, der, keine Ahnung, in die Mitte von der Tür hin zeigt. Das bauen wir auf beiden Seiten, genau so. Und dann setzen wir hier hinten einen Kolben hin, genau gesagt auf beiden Seiten und noch eins oben drauf. Und dann können auch schon die Türblöcke dran. Genau so. Dort gehen wir dann nochmal weiter nach oben und zwar nochmal 3 Blöcke. Es muss nicht auf beiden Seiten sein, aber um zu zeigen. Wir gehen dann da drunter und setzen da wieder die klebrigen Kolben hin, wieder die Türblöcke drauf. Und dann können wir das hier auf jeden Fall schon mal entfernen. Und den Rest, ja, das können wir auch noch entfernen. Und dieser Block hier gehört natürlich zum Rahmen, der sollte natürlich dort bleiben. Aber ansonsten können wir auch diese beiden Blöcke hier wegmachen. Und der Block gehört wieder zum Rahmen. So, jetzt noch die Doppelkolben-Extender. Dafür gehen wir einmal hier hin und einmal hier hin und setzen da jetzt einen Kolben dran. Genau gesagt 4 Stück und am besten so, dass sie zu euch zeigen. Das Ganze auf der anderen Seite auch. So, und dann setzt ihr wieder die Türblöcke davor. Dann können wir das auch schon wieder entfernen, auf beiden Seiten natürlich. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Doppelkolben-Extender, der so ziemlich in der Mitte sitzt. Und zwar haben wir hier 2 glatte Quarzblöcke, dann einen Beobachter in der Mitte von den beiden Quarzblöcken. Dann gehen wir nach oben und machen hier Redstone hin und dort auch. Und dann einen Verstärker, der zeigt raus
und zwar auf dritte Stufe. So, dritte Stufe. Dann gehen wir auf die andere Seite, Verstärker auf der dritten Stufe. Und da habe ich einen Kolben zerstört. Jetzt verbinden wir das noch, und zwar hier in der Mitte. Da packen wir einfach vier Baublöcke hin und Redstone oben drauf. Und dann kommt hier noch Redstone hin. Genau so. Dann wird dieser Kolben da auch aktiviert. Auf der anderen Seite natürlich auch. Und damit haben wir die Oberseite geschafft. Jetzt kommen wir zur Unterseite. Und da versuchen wir jetzt genau dasselbe zu bauen. Das wird aber auch ein bisschen anders aussehen. Natürlich erstmal hier machen wir die Rahmenblöcke. Dann haben wir hier die Tür mit dem Rahmen. Und zwar packen wir hier einen Block hin in die Ecke, packen noch einen Block dran, machen den ersten Block weg und packen da eine Fackel hin. Die ist ganz wichtig, damit können wir diesen Block powern, wo später dann dieser Kolben ist und dann wird der Kolben ausgefahren. Also wieder Block, Block, ersten Block zerstören, Fackel dran. Dann schnappen wir uns wieder Beobachter und wieder drüber packen wir einen Beobachter hin. Diesmal sollte er nach unten schauen, also der Pfeil sollte nach oben zeigen. Das auf der anderen Seite auch. Genau so. Und dann machen wir Folgendes. Wir nehmen einen Block und machen zwei Blöcke dahin. Dann sind wir auf dieser Höhe und da kommt wieder ein Verstärker rein, der nach außen zeigt, und zwar wieder auf dritte Stufe. Wieder zwei Blöcke und Redstone. Noch ein Block, und zwar hier, und noch ein Redstone. Das sollte dann diese beiden Kolben hier vorne aktivieren. Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Also wir nehmen den Block, Baublock, machen zwei Blöcke nach unten, zerstören den ersten, ein Verstärker auf dritte Stufe und wieder so ein Block, Redstone Staub drauf, Block dran und Redstone Staub. Dann seht ihr, die untere Hälfte ist fast komplett aktiviert. Jetzt müssen wir das nur noch ein bisschen verbessern. Und zwar müssen wir hier natürlich unten die Redstone hinlegen, also nehmen die Kolben halt. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, sage ich mal. Und zwar, die sind aktiviert, dabei ist der Strom oben gar nicht gegeben. Also wir müssen die nochmal invertieren. Und da kommt der Zielblock mit rein. Und zwar kann der Zielblock von Redstone angesteuert werden. Also Redstone wird umgeleitet, so dass es immer auf den Zielblock zeigt, was in diesem Fall ganz nützlich sein kann. Und das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Da Redstone-Fackel dran. Und ihr seht, die Tür ist wieder aufgegangen. Und das ist ganz wichtig. Jetzt müssen wir hier noch Blöcke rumsetzen. Und zwar so mit Redstone. Hier kommt noch ein Block hin, da kommt ein Verstärker hin, damit sich die Fackel nicht wie in einer Glock aufhängt und immer weiter Signale abgibt. Dann von hier oben, hier setzen wir einen Block hin. Und dann brauchen wir unser Glas. Und zwar setzen wir hier ein Glas hin. Dann setzen wir hier ein Glas hin. Dann setzen wir hier unten ein Glas hin. Das ist dann nochmal so diagonal. Setzen hier einen Block hin. Und Moment, nein. Wir setzen hier einen Block hin. So. Und dann noch einmal diagonal. Nein. Moment. Hier im Block. Da ist Redstone. Da ist Redstone. Da kommt Glas hin. Redstone. Redstone, Redstone, Redstone. Und noch ein Redstone. So, dann sieht das folgendermaßen aus. Wir haben hier im Block neben dem Doppelkolben-Extender ein Glasblock. Eins verringert. Muss Glas sein, weil da hinter der Kolben ist. Der sollte nicht aktiviert werden. Dann nochmal ein Diagonal nach hinten. Eins diagonal zur Seite, noch eins diagonal zur Seite und dann weiter unten. Und hier können wir wieder einen normalen Block nehmen. Und dann läuft das hier in den Verstärker rein. Und das sollte es so ziemlich gewesen sein. Jetzt können wir den Hebel nehmen und den können wir
hier oben fast überall hinsetzen. Also wir können ihn hier hinsetzen, wir können ihn hier hinsetzen, hier hin. Wir können ihn auch auf die Vorderseite setzen oder auch hier. Also ihr habt da ziemlich viele Möglichkeiten, den zu verbinden. Und theoretisch, wenn man hier den Verstärker umdreht, kann man auch hier unten den Strom hinsetzen. Also da sollte wirklich alles möglich sein. Und das war's so ziemlich. Ich aktiviere jetzt nochmal die Tür und schaue, ob alles funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Sehr schön. Und das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.